Zunächst waren die Aktienmärkte an der Wall Street euphorisch. Siehe da, ein Ticken weniger zum Vorjahresmonat, die CPI, also die Headline-Inflation, als erwartet. Die anderen Kategorien, deren vier gibt es ja insgesamt, waren genau insgesamt wie erwartet. Aber man hat sich gesagt, na siehst du, hätte schlimmer kommen können, zumal die Erwartung war oder viele gesagt haben, naja, das könnte schon ein bisschen heißer ausfallen mit der Inflation. Und die Aktienmärkte, wie gesagt, zunächst mal nach oben, aber man hat die Gewinne nicht halten können. Warum ist die Frage? Dieser Frage wollen wir uns jetzt mal widmen, denn was macht die Fed mit den Zinsen? Wird die Fed bald die Zinsen senken? Sehr unwahrscheinlich. Wird die Fed im Juni pausieren? Schon durchaus wahrscheinlicher. Allerdings bekommen wir noch vor der nächsten Fed-Sitzung dann nochmal einen Inflationsbericht, aber schauen wir uns die Gemengelage mal an. Hier haben wir diese vier Kategorien, also praktisch CPI, Inflation mit Nahrung und Energie zum Vormonat, wie erwartet, 0,4%, ist ja auch ein saftiger Anstieg eigentlich innerhalb eines Monats, und ebenso Core, also Kernrate ohne Nahrung und Energie, auch 0,4%. Und dann CPI Core 5,5%, auch ziemlich saftig, aber halt wie erwartet, und dann CPI zum Vorjahresmonat 4,9% statt 5,0%. Hurra, wurde da geschrien, aber schauen wir uns rechts mal die verschiedenen Monate an, dann sehen wir heute, oder die Zahl heute aus dem April war 4,93%. Also man hätte fast aufgerundet auf 5,0 und dann wäre auch diese Kennzahl genauso wie erwartet. Sei es drum, wir sehen die Reaktion der Märkte, gemischt eigentlich, überraschenderweise, weil zunächst mal war alles im Plus, dazu gleich mehr. Hier sehen wir nur den Nasdaq eigentlich substanziell im Plus, Dow Jones etwa im Minus, der VIX natürlich routinemäßig im Minus, also die im Minus die Volatilität, aber hier sehen wir mal die Reaktion etwa des Dow Jones, der ja einfach hier unglaublich volatil gehandelt hat. Hier sehen wir 14:30 kamen die Daten, booms nach oben, dann zack nach unten, dann wieder Erholungsversuch, dann booms wieder nach unten, wieder Erholungsversuch, wieder nach unten. Also das sieht jetzt nicht so ganz eindeutig nach bullischer Fortsetzung aus. Hier nochmal das, was erwartet war, nämlich von JP Morgan etwa 4,7 bis 4,9% in der Headline Inflation zum Vorjahresmonat. Dann eine Rallye von 1 bis 1,25%. Naja, ganz so ist es zumindest nicht geworden, beim S&P nicht. Der ist weitgehend unverändert, kann sich alles sehr, sehr schnell ändern. Ohnehin hatten die Optionsmärkte ja keine so große Bewegung eingepreist. Wenn wir uns jetzt mal die verschiedenen Kategorien der Inflation anschauen, dann sehen wir Energie, Fuel Oil zum Beispiel, minus 4,5%, das hatte nach unten geknallt, und Utility Gas Services minus 4,9%, aber die allermeisten Kategorien, besonders stark Used Cars and Trucks, also Gebrauchtwagen, plus 4,4%, also die allermeisten Kategorien sind da im Plus. Und das ist jetzt natürlich die große Frage, wie wird es jetzt weitergehen? Schauen wir uns, wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, mal die verschiedenen Kategorien an. Nach wie vor Shelter natürlich, also praktisch alles, was mit Unterkunft, Miete, Unterkunft zu tun hat. Hier dieses Lila, das ist der maßgebliche Faktor, aber es gibt schon eine kleine Abschwächung, die gefeiert wird von manchen Shelter. Jetzt nur noch 8,11% plus zum Vorjahresmonat, statt im letzten Monat noch 8,18%. Sie sehen den riesigen Unterschied, und Rent, also Miete 8,80% von im Vormonat zum jeweiligen Vorjahresmonat 8,81%. Also Stagnation könnte man sagen, und das nachdem 25 Monate in Folge eben diese Komponente Shelter und Rent oder diese beiden Komponenten jeweils zum Vorjahresmonat 25 Mal in Folge jetzt angestiegen sind. Und da also die Hoffnung, dass jetzt der Hochpunkt bei dieser Kategorie überschritten ist, die Erwartungen hier nochmal links der verschiedenen Analysehäuser, und rechts sehen wir, was ist denn eigentlich da besonders stark gestiegen. Fuel Oil zum Beispiel minus 20%, Gasoline, also Benzin minus 12%, Used Cars immer noch im Minus, vor allem Transport, Elektrizität und Food Away from Home, also praktisch auswärts essen. Das ist stark gestiegen. Hier sehen wir mal jetzt die Fed Fund Futures. Wie ist denn die Sache jetzt bepreist für den 14. Juni? Also die nächste Fed-Sitzung. Wie gesagt, wir bekommen noch einen Inflationsbericht vor dieser nächsten Fed-Sitzung. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed jetzt die Füße stillhält, also eine Zinspause macht bei 86,9%, hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Jetzt schauen wir mal in den September bei den Fed Fund Futures. Dann sehen wir nämlich dann die Sitzung, die dann... wir haben im Juni die Sitzung, dann haben wir im Juli eine Sitzung und dann eben diese September-Sitzung. Und ab dieser Sitzung
sagen die Märkte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Fed die Zinsen senken wird, denn derzeit sind diese Zinsen ja bei 5,0 bis 5,25%, aber knapp über 50% Wahrscheinlichkeit, dass sie dann bei 4,75 bis 5,0% sind. Das heißt, nach wie vor ist hier bepreist, dass im September nicht nur die Zinsen nicht mehr angehoben, sondern sogar gesenkt werden. Und jetzt schauen wir uns mal diese Kerninflation an, nämlich Core, und wir sehen die Headline-Inflation, also mit Nahrung und Energie. Wir sehen, ja, das geht nach unten, wenngleich jetzt eben in den letzten Monaten auch nicht mehr so fürchterlich beschleunigt. Aber die Kerninflation, die geht nicht nach unten und ist alles eben noch weit, weit über der 2%-Zielmarke der Fed. Und der Bob Elliott sagt hier, wenn wir mal den ganzen Lärm ausschließen, dann haben wir immer noch eben diese Inflation Core über der 5%-Marke. Seit einem halben Jahr sind wir jetzt bei 5 oder über 5% und nicht wirklich Anzeichen, dass die ganze Geschichte stark nach unten geht. Und das ist dann praktisch ausgeschlossen, dass die Fed in einem solchen Umfeld, wo die Kerninflation mindestens 5% beträgt, dann die Zinsen praktisch senkt. Und auch andere Analysehäuser wie Dreyfus und Mellons, der sagt hier, das ist ein Headflake, die Inflation muss runter auf 2% und vorher wird die Fed auf gar keinen Fall die Zinsen senken. Und das ist ja genau das, was die US-Notenbank ja auch permanent praktisch behauptet. Also, wie soll das passieren? Und zumal die Fed ja sehr, sehr stark gesteuert ist aus der Erfahrung noch aus der Volcker-Ära, aus den 70er und 80er Jahren unter dem damaligen Fed-Chef Paul Volcker, der ja damals dann auch die Zinsen gesenkt hat zu früh. Und das Gleiche ist dann nochmal passiert nach dem Jahr 2000. Da hat die Fed dann pausiert mit den Zinsanhebungen und dann ging die Inflation wieder deutlich nach oben und dann musste man wieder agieren. Und wir sehen jetzt, dass die Inflation zum Vorjahresmonat im Vergleich zum März um 0,1% gefallen ist. Also wir sehen hier nichts von einer schnell fallenden Inflation. Und wenn wir noch tiefer in die Daten reingehen und uns mal die flexiblen Teile der Inflation anschauen, also die, die auch volatil sind, mal schnell nach oben gehen, mal schnell nach unten gehen, die sogenannte flexible part of CPI, das ist stark nach unten gegangen, aber der sticky part, also die klebrige Komponenten der Inflation, die sind so hoch wie jetzt zuletzt im Jahr 1982 überhaupt kein Downmove, also überhaupt keine Bewegung nach unten erkennbar. Und dementsprechend sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese Zinssenkung schon ab September kommt. Es sei denn, es passiert etwas Heftiges. Bankenkrise eskaliert völlig, Wirtschaft fällt in eine saftige Rezession oder was auch immer. Jedenfalls ist die Kerninflation mit 5,5% nach wie vor deutlich höher als derzeit der Zinssatz der Fed. Und die Fed hat noch niemals auch nur eine Pause gemacht in Sachen Zinsanhebungen, wenn die Kerninflation über den Leitzinsen lag. Auch das ist hier zu bedenken. Aber dennoch Andreas Steno Larsen, der schon seit längerer Zeit davon ausgeht, dass da nichts mehr kommt in Sachen Zinsanhebungen, allerdings sich da geirrt hat, der sagt, ja, Inflation ist jetzt nichts mehr, was die Fed hier beunruhigen könnte. Naja, das Ding ist halt noch lange nicht gewonnen. Darauf hat Paul hingewiesen, ja, bei der letzten Pressekonferenz. Die Märkte würden überschätzen, wie schnell die Inflation nach unten kommt. Das ist viel dauerhafter. Da musste der Kampf länger fortgesetzt werden. Und das denke ich eben auch. Goldman Sachs gleichwohl sagt jetzt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinspause im Juni kommt, ist mit den Daten heute erhöht worden. Das ist durchaus drin. Das ist fraglos. Fraglos auch ist, dass die Amerikaner weiterhin Reallohnverluste haben. Denn wir sehen, die Weekly Earnings sind im April 1,1% gefallen. Die Stundenlöhne um 0,5% gefallen. Also da sind wir jetzt im Prinzip zwei Jahre seit zwei Jahren verlieren die Amerikaner, wie wir Deutschen und wie wir Europäer ja auch, konstant faktisch an Vermögen, weil die Inflation höher ist als das, was an Lohnzuwächsen hier der Fall ist. Und die Vorstellung, dass die Zinsen jetzt bald fallen, hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass die Investoren irgendwie noch aus dieser Nullzins-Ära sozialisiert sind. Und dass viele, die am Markt jetzt sind, überhaupt noch nie erlebt haben, dass die Dinge vielleicht auch mal anders laufen können, dass eben Zinsen auch mal hoch sein können. Dementsprechend waren es dann Druckenmiller. Wir haben Free Money gehabt, also praktisch kostenloses Geld. Und dann machen Leute ziemlich dumme Dinge. Und nachdem 11 Jahre diese Nullzinspolitik der Fall war, wird da auf jeden Fall das eine oder andere überhebelte Investitionsding da noch
schlummern. Dementsprechend geht er davon aus, dass da noch einige Dinge in die Luft fliegen werden. Mit der Bankenkrise haben wir ja da schon im Mindesten die Spitze des Eisbergs gesehen. Gewerbeimmobilien könnte der nächste Bereich sein. Oder in die Luft fliegen ist auch dann das Stichwort in Sachen USA. Wir sehen hier, wie jetzt die kurzlaufenden Treasuries, also die kurzlaufenden Staatsanleihen, etwa die einmonatige US Treasury, die ist jetzt bei 5,5%, eben weil die Anleger fürchten, wenn die sich nicht einigen in Sachen Schuldenobergrenze, dann wird es schwer. 54% der Amerikaner übrigens sagen, wir sind nicht dafür, dass die Schuldenobergrenze angehoben werden. Die meisten davon ohne College Degree, was auch immer damit dann verbunden ist. Jedenfalls sehen wir, dass auch Jamie Dimon von JP Morgan-Chef gesagt hat, die Chance ist diesmal höher, dass es da zu einem Fehler kommt, zu einer Fehlleistung kommt seitens der Politik. Und wenn wir uns mal die Aussagen des Sprechers der Republikaner im Abgeordnetenhaus McCarthy ansehen, dann sagt er, naja, wir haben ja einen Vorschlag gemacht, die Demokraten nicht. Und die Umfragen belegen, dass wir praktisch hier die Zustimmung haben mit unserer Position. Die Republikaner wollen ja, dass Biden dann ganz viele Sachen streicht, die mit Umwelt zu tun haben und so fort. Und das ist ja die Kernagenda eigentlich auch von Biden. Die Republikaner wollen wiederum dann irgendwelche Leistungen für Veteranen streichen. Also das wird noch ziemlich heftig und die Zeit ist schlichtweg knapp. Wird dann die Schuldenobergrenze einfach mal kurzfristig ausgesetzt? Das ist die große Frage. Und auch in der EZB, da will man weiter kräftig die Zinsen anheben. Die großartige Frau Lagarde hat heute gesagt in einem Interview mit Nikkei, der japanischen Zeitung, wir haben noch einiges vor uns. Und immer mehr setzt sich jetzt die Auffassung durch, dass auch im September dann nochmal die Zinsen angehoben werden. Also Juni, Juli, September, das wären dann dreimal. Das wäre schon ebenso heftig. Damit hätten die Märkte nicht gerechnet. Und immer mehr setzt sich jetzt die Auffassung durch, dass im Juli nicht das Ende der Zinsen kommen wird. Und wenn wir jetzt nochmal hier im europäischen Umfeld bleiben, dann hat Michael Aue hier, glaube ich, eine sehr interessante Feststellung. Vor 30 Jahren gab es bei großen US-Playern, großen US-Firmen immer noch einen Gegenpart aus Deutschland, Siemens etwa im Bereich der Handys, damals noch keine Smartphones, Handys, oder aus Frankreich. Wenn überhaupt die amerikanischen Firmen da noch Konkurrenten, nennenswerte Konkurrenten haben, dann sitzen die jetzt in China. Während Europa praktisch jetzt diskutiert, ob Plastikstrohhalme abgeschafft werden müssen und sich vor allem um genderneutrale Sprache bemüht. Apple alleine ist mehr als das Doppelte wert als der gesamte deutsche Markt. Und das sollte uns doch eigentlich zu denken geben, dass wir mal die Prioritäten wieder ein bisschen in Sachen Leistung, Richtung Leistung verschieben und nicht in Sachen politischer Korrektheit. Das wird uns keinen Wohlstand sichern, auch wenn es natürlich wichtig ist, Sensibilitäten zu berücksichtigen. Das ist ja gar keine Frage. Aber mit Genderbeauftragten alleine kannst du keine Wirtschaft aufbauen. Und hier hängt auch viel dran am Immobilienmarkt. Das ist, soweit ich weiß, 12 oder 14% der deutschen Wirtschaftsleistung. Hier sehen wir, dass die Immobilienpreise bis zu 15% gefallen sind. Das geht jetzt schon, nachdem es Jahre nur nach oben gegangen ist, in Zeiten des kostenlosen Geldes, Nullzins, geht es jetzt doch relativ scharf nach unten. Erste Artikelempfehlung gleichzeitig, meine Damen und Herren. Dann auch sehr interessant, wie schneiden eigentlich die Anleger in den Fonds von Dirk Müller und Frank Thelen ab? Da mal ein Vergleich mit DAX und TechDAX und auch der Fonds meiner zweitbesten Freundin ARK Innovation. Cathy Wood wird da beleuchtet. Zweite Empfehlung. Dritte und letzte Empfehlung. USA Schuldenobergrenze, Kosten für Kreditausfallversicherung explodieren. Also diese drei Empfehlungen. Morgen ganz normal Videos, Videoausblick und Markeflüster. Am Freitag ein Videoausblick, aber am Abend am Freitag kein Markeflüster. Das sei nun mal schon angekündigt. Ich sage jetzt Servus und Ciao.